Hallo und willkommen zurück zu Ballrum. Wir gehen weiter jetzt Richtung Nordwesten, wieder in die Wüste. Und werden die erstmal freikämpfen, diese erste Zone. Und dann geht es wahrscheinlich erstmal wieder zurück, um hier dieses Dings abzuholen. Die Quest, die Hauptquest weiterzumachen. Und bevor ich das mache, gehen wir erst noch hier rein. Und geben dort diese Blameberry Quest ab. Joanna. So, I'm back with the berries. Great, I can make my husband some of my spicy specialities. Thank you, young man. Okay, 600 Erfahrung. Ja, super. Na gut, da haben wir noch einen Dirt Pile. Sehr gut, kann man immer brauchen. Bis teleporten. Ja, Stella Oren ist in Crocodile Island. Kommt dann aber. So, dann gehen wir mal hier das letzte Schwarze in der Mitte noch erkunden. Ich kann auch mal gerade hier ein bisschen was essen und trinken. Das ist nicht so wahnsinnig effizient mit dem Essen hier. Da ist sogar die... Muss ich mal was austauschen? Das vielleicht doch mal ein paar Rehe rösten. Aha, ein Desert, der Lizard. Dann machen wir mal einen von denen hier. Da oben ist noch einer. Kann man, glaube ich, nicht. Little Moth, Giant Frog. Ne. Autsch, autsch. Sword of Mists found in the desert clasps in the dead hands of a very young, angry-looking warrior. The sword's power recharges when the blade touches water. The sword's power was only discovered by accident. Aha. Kann man das kombinieren? Na gut, trinken. Einen Beetle, dann werde ich den mal zähmen.
glaube, damit das funktioniert, muss ich dir möglichst viel Aua machen. Sollte natürlich nicht sterben. Ja. Wie hieß der? Das war Beetle. Da lässt sich keine Verniedlichung machen mit Beetle oder so. Buggy. Buggy ist auch doof. Käfi, so. Okay, dann gucken wir mal, was Käfi kann. This is magic ability. When it's selected, will be used by your pet during the next turn if the distance and other requirements are met. Bleibt mir ein bisschen sinnlos. Take over. Take the target's attention. Das ist nicht schlecht. Falls ich das denn jetzt noch brauchen sollte. Mittlerweile halte ich ja doch so ziemlich alles aus. Der ist aber auch scheiße langsam. Da geht's. Kriege ich denn da tatsächlich diesen Heal von? Muss ich nachher drauf achten. Junge, ist ja langsam. Da muss ich mir auf jeden Fall was anderes holen. Moonstone Blades. Oh. Ja, ist leider noch immer schlechter als meine. Desert Opal Bell. Hell? Ja. Einmal was essen. Ja, da müsste ich mal gerade was umbauen. Denn das hier ist leider sinnlos.
Dann werden wir einmal eine Runde kochen. So. Oder braten. Dann wird's Sündel. Ja, das ist dann doch deutlich besser. Weiter geht's. Eins können wir davon nicht essen. Sieht eher leer aus. Oh, da ist eine Spinne. Desert Spider. Da ist noch einer. Naja, die hat mir immer noch keinen Schaden zugefügt. Na, ich mach trotzdem mal den. Ja, kommt nicht dazu. Und dieses Pet-Dings, da würde ich auch noch mal verwenden. Amicus Rune. That increases my bond with my companion. So, dann mache ich das mal an. Jetzt verfehlt. Wieder verfehlt. Soll jetzt noch mal treffen. Scheint da nichts drüber gegangen zu sein. Ah. Oh, da habe ich jetzt drei Stück auf einmal. Naja, das wird schon. Und den nach oben. Ah ja, recovered 31,11.
Der wird sich sowieso jetzt verstecken, nehme ich an. Jawohl. Der geht jetzt auch stiften. Stunnen. Die ist weg. Dafür haben wir die jetzt wieder. Mal ja wohl anders vorgehen. Verfehlt? Okay. Die ist jetzt am Schlafen für 38 Runden. Nehmen wir mal ein bisschen Abstand. Zu viel. So. Kann man natürlich auch noch verwenden. Dann machen wir wieder weiter. Alles zugeblutet. Wollen wir unser Pet. Eine Kiste. Pet hat Bells, kann man leider nicht verwenden. Und so, das sieht gut aus. Vitality 1, Strength 2, Dexterity 3, Parry Chance. Ist leider ein Unsinn, glaube ich. Ja, aber insgesamt ist es schon besser. Ja. Ah, wenn der Käfer nicht so langsam wäre. Das sieht ja doch eher leer aus. Aber da oben in der Ecke war, glaube ich, die Super... Ne, da waren die Raptoren. Die Motte war, glaube ich, im Südwesten. Ja.
Da war der Typ mit seiner Überfahrt. Nach links ging's aber. Okay, da hatten wir das so falsch. Ja, aber mir gehen ja jetzt schon nahezu die Pfeile aus. Oder hat sich da noch mehrere unterschiedliche Stacks im Inventar? Bei 300 runter. Ja, für die Zone wird es schon noch reichen. Wahrscheinlich sinnlos ist, weil ich halt sowieso nichts zusammen craften kann. Naja, wenn ich noch ein paar Stufen steige, also ich behalte einfach jetzt mal diese ganzen Skillpunkte und dann eventuell mal noch irgendwann rumexperimentieren. Aber das Problem ist halt, dass man so viele Skillpunkte eigentlich in diese Professions stecken muss, dass sich das sowieso nicht lohnt. Also, selbst wenn es nur 10 Punkte sind, um eine Pro. Naja, bei 10 Punkten könnte man vielleicht. Wenn man denn dabei irgendwas rausbekommen würde, was man verwenden kann. So, da haben wir eine Butterfly, eine Desert Moth. Die möchte ich haben. Ja, wunderbar. So. Okay, jetzt will sie aufs Maul. Fehlt. Oder schießt die nur? Okay. Der hat trotzdem jedenfalls gut gesessen. Den nennen wir Flappy. So. Der ist auch schneller, wunderbar. Auch wenn natürlich solche Motten-Schmetterling-Viecher schon verdammt hässlich sind. Besser Skelett. Was hat denn dieses Vieh? Auch ein Takeover. Arcane Ball. When selected will be used, we are virtually the next time. Was macht das? Das ist nur ein Standardangriff, das ist so ein bisschen scheiße. Ein bisschen scheiße.
Spiderweb. Achso, das habe ich eben versehentlich verwendet. Ja, okay. Hält auch nicht viel aus, also das war auch keine gute Idee. Also die Flappy, die Motten sind auf jeden Fall ziemlich mies. Autsch. Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt den Beetle wiederholen, aber den will ich auch langfristig nicht haben, also warte ich direkt lieber. Dann machen wir unsere Notfalls jetzt zusammen. Pumpe. Out. Jetzt muss ich mir aber noch mal wegporten, denn sonst kann sein, dass der mich noch mal stunt und dann hätte ich ein Problem. Wobei, der weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht im Nahkampf kann man es dann, weiß ich nicht. Naja, als Pet kann es auf jeden Fall stunnen, also bitte. Hätte ich natürlich auch wieder einschläfern können. Thank you.
So, da haben wir einen Dungeon. Human, Rotten Human Meat. Hm. Zing. Zing. Aber der Schrank. Necklace of the Oasis, Wisdom and Intelligence. Nee. Kurzen Schnitt und dann geht's da runter. So, da sind wir wieder und wir gehen jetzt hier runter. It's really hot and damp down here. The air is filled with the smell of old cloths rotting away. Hm. Das sieht ja mal ein bisschen größer aus. Und hier laufen wieder unterschiedliche Musiktracks gleichzeitig. Und jetzt der Superschlag. Aua. So. Nix. Desert Skeleton. Dann verwirren wir den einmal. Lutsch. Und weg mit ihr. So. Da ist auch nix. Unten ist noch ein Skelett. Ist nix. Naja, wieder verdorbene Nahrung. Da haben wir nicht so viel von. Wer lagert denn auch bitte Fleisch in einem Sandsack? Oder in einem Kartoffelsack, oder wie man das auch immer nennt. Okay. Was? Achso, ich hatte das resisted. Okay. Ne, er greift jetzt nur noch die Motte an. Die wird jetzt verenden. Machen wir da mal 4 drauf, aber der wird nicht ausreichen. Heilung! Okay.
Heilung! Naja. Oh, Serpent Bow ist kaputt. Nicht so gut. Dann müssen wir den wohl austauschen. Immer den da. Dann holen wir uns das Vieh wieder zurück. Ja, ist halt ein bisschen ungünstig. Hier kann ich jetzt nicht groß rummanövrieren. Und die Skelette sind auch gegen einige Sachen immun. Da können wir den einranzen. Macht der überhaupt zusätzlichen Schaden? Nee, also nicht bei Skeletten. Schmetterling jedes Mal. So, da muss ich jetzt einen 4 draufsetzen. Naja gut, dann schießen wir den halt so weg. Okay, trinken. Dann warten wir mal eine Runde ab. Dum 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 dum. Natürlich jetzt doof mit dem Bogen. Weiß nicht noch. Sekunden vergehen halt langsamer als echte Sekunden. Tabletten. Noch 8. So, noch 1, noch 2. Nein, gehen. Müssen noch warten. Flip. Natürlich auch nicht hilfreich, dass unser Begleiter nicht stunnen kann. Oh oh. Da ist auch schon der nächste.
Oh oh. Das sind jetzt alles Gegner da unten. Target has parried. Mhm. Und? Okay. Jetzt nicht nach rechts laufen. Ja, macht aber auch brutalen Schaden. Puh, ja, dann gehen wir mal gerade nach Hause und sortieren ein paar Sachen um. Können ja sonst eh nichts machen gerade, während ich im Regen bin. Jo, nächste Kiste. Die sind beide voll. Auch voll. Auch voll. Naja. Ist auch nicht so super optimal. Die Steine kann ich auf jeden Fall gerade mal wegbringen. So, dann wollen wir noch mal. Okay, es ist verhältnismäßig hell hier.
Light Darkness. Ist trotzdem Weapon Critical Chance minus 28, also mal lieber wieder Licht anmachen. Sehr gut. Dann einmal wieder weglaufen. Dann vieren. Weg. Den habe ich aber jetzt auch häufig kritisch getroffen. Immer wenn man da draufklickt. Okay, das war nur ein Zufall, dass da ein Skelett aufgestanden ist. Kann aber bei vielen, bei mehreren passieren. Läuft einer rum. Da unten auch. Ja, beide gleichzeitig möchte ich ungern haben. Dann gehen wir mal andersrum. So. Aber nur noch 135 Schuss jetzt. Also da geht die Ammo ganz ordentlich schnell drauf. Oh, hinter uns ist auch jetzt da einer am Leben. Stufe 11 ist er. Einmal langsam. Schön. Sauber, schön kritisch getroffen. Und Quatsch. Wenn man natürlich alles an Erfahrung wollte, dann müsste man auch noch die ganzen anderen Skelette aufwecken, aber ich denke, das muss nicht sein. Nehmen wir den jetzt als nächstes. So, hier. Schön, Lauf. Dann schicken wir direkt noch den Blendschuss hinterher. Und den da. 82. Gut, damit ist er kaputt. Gut. Also, dann in den Raum rein. Steht einer bisher. Kann auch wieder sein, dass da noch mehr aufwacht.
Hier hat die Agro gezogen. Ich kann jetzt leider auch nicht davon wegziehen. Also ich habe nichts, womit ich den... Der ist noch in 4 Runden, dann müssen wir das Skelett wahrscheinlich tot. Ah, okay. Jetzt läuft er dem hinterher, was natürlich super ist. Naja, okay. Das heißt, mein Skelett läuft hin und her. So, abgelenkt. Jetzt habe ich die Agro. Okay, dafür ist kein Platz mehr. Dann bringen wir mal gerade wieder Zeug weg. Das ging da, glaube ich, rein. Ne. Da haben wir das, die Kiste. Na, diese Ranzschwerter. Die sind aber auch ziemlich viel wert, die Ranzschwerter. 700. Der Bogen, der macht es wahrscheinlich auch schon nicht mehr lange. 41 von 90. Okay, wieder zurück. Irgendwas looten. Außer die Kiste. Guardsman Gloves. Naja. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 links, links, rechts, 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 links, links, rechts, rechts. Crypt Keeper Greaves. Naja. Naja, kann ich alles nicht verwenden. Schade. Licht aus. Licht aus. Aus und Licht aus. Ändert aber nichts. Gut, dann können wir da unten noch hin. Hier ist ja bestimmt noch irgendwo ein Oberboss. Aufgesprengt. Gehen da drauf. Auch noch mal sprengen. Sollte ich aber erstmal reggen. Nicht reggen, sondern Cooldown abwarten.
Achso. Ich hab jetzt doch den Schuss gemacht, den ich eigentlich nie machen wollte. Einmal stunnen. Den drauf. Parried. Ich parry schon ganz viel. Griffin Gloves. Oha. 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2 sind also minimal besser als meine. Und ich habe ja schon den Hut davon. Sehr schön. Und mit zwei Items kriege ich nochmal einen Vitality und einen Dexterity dazu. Super. Dann machen wir die hier, sobald die fertig sind. Und dann gehen wir noch da runter. Ach, Scheiße. Achso, weil... Nahkampf. Nahkampf, Fernkampfangriff. So. Pio, 55 Pfeile noch. So, den können wir da unten einsabbern. Machen wir den Stun als erstes. Jetzt den da. Alter Falter. So. Haste. Oha, 250 bis 290. 2, 2, 2. Es ist halt deutlich besser. Dodge, Weapon Hit Chance, Critical Chance. Jo. Und Wanderer's Head. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt wieder warten, bis wir hier rein können. Und da sehe ich auch schon wieder zwei Skelette. Also es wird ein bisschen länger dauern, bis wir hier noch durch sind. Und es könnte sein, dass da auch noch ein fetter Boss ist. Also werde ich hier erstmal... Kommen wir auch mit den Pfeilen nicht aus. Ja, dann muss ich hier erst noch Pfeile bauen. Und ja, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, wenn ich diese Pfeile gebaut habe. Dann müsst ihr euch das jetzt auch nicht antun. Also, bis denn!